Smartphones und Tablets gibt es im Ausland oft günstiger als in Deutschland. Und das hat Gründe. Auf den Kanaren zum Beispiel gilt ein anderer Steuersatz, von dem auch wir Urlauber profitieren. Danke, danke, dass Sie uns immer wieder schreiben, gerade auch in der Urlaubszeit. Die wichtige Adresse, die Sie sich gleich notieren müssen, abzocke@kabel1.de. Warum ist die so wichtig? Weil wir nur so Ihren Urlaub retten können und Sie vor Schlimmem bewahren. Zum Beispiel wie unsere Zuschauerin Frau Weimann aus Süddeutschland. Die war vor ein paar Wochen erst mit ihrem Mann hier auf den Kanaren und ist jetzt um fast 10.000 Euro ärmer. Ich fahre in die Nähe von Pforzheim. Üblicherweise helfen mein Team und ich ja direkt vor Ort. Das ist im Fall meiner Zuschauerin Frau Weimann nicht möglich. Denn erst nach Rückkehr aus ihrem Urlaub bemerkte sie, dass sie einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war. Das sind Ihre Souvenirs aus dem Urlaub, Frau Weimann. Ja. Leider. Eigentlich haben Sie ja nur auf Teneriffa Urlaub machen wollen, und zwar in Costa Adere. Und Sie gingen am Strand spazieren. Okay. In der Promenade. Aha. Und da sind wir also von so Verkäufern angesprochen worden. Von Verkäufern, die da rumstanden, die, oder? Die sind vor den Läden. Da ist er halt noch und hat er gesagt, 25 Euro von Handy, hat es ihm so in die Hand gegeben gestellt. Und dann hat er gesagt, gehen wir nach hinten. Mhm. Da ist ein deutschsprachiger Kollege, aha, der erklärt Ihnen das genau. Und zack, saßen Sie schon in der Falle. Was ist Ihnen angeboten worden alles? Uns ist das da angeboten, bei unser Tablet mit Tastatur. Und in, aha, Deutschland kostet es 400 Euro. Oh, und wie viel haben Sie bezahlen sollen? 125. Der Verkäufer behält das Gerät zunächst. Er will es auf Deutsch einstellen und einrichten. Die Abholung soll am Tag vor der Abreise stattfinden. Was kam dann nach 3 Tagen? Nach 3 Tagen haben wir es gekriegt. Und dann hat es geheißen, sie hätten es nicht richtig einrichten können, weil er zu wenig WLAN hat, kein schlechtes WLAN. Ja. Und dann hat er gesagt, dann fahren wir zu meinem Schiff, weil es nicht geht, mein WLAN. Die Kinder ist richtig, die haben das richtige WLAN und die richtet ihnen das voll ein. Das heißt, sie sind von dem Laden, wo sie gekauft haben, gebracht worden in ein anderes Geschäft. In ein anderes Geschäft. Und dann hat er gesagt, möchten Sie noch irgendwas? Dann haben sie gesagt, nein, wir möchten bloß das Handy mit, das Tablet mitnehmen. Ja, ich biete Ihnen noch ein Handy an. Um 1980. 1980 im Monat das Handy. Und 3 Jahre lang. Okay, das ist ja auch schon ein gewisser Betrag. Das heißt, ein Handy hat er Ihnen dann vor Ort und Stelle auch noch verkauft. Ja, hatten Sie da das Gefühl, da stimmt was nicht? Eigentlich nicht. Die 19,80 Euro sind die monatlichen Kosten für einen Handyvertrag. Das Smartphone selbst kostet noch mal 580 Euro. Aber es ist völlig wertlos, denn es funktioniert nicht. Können Sie Chinesisch? Nee. Ich auch nicht, da steht aber irgendwas auf Chinesisch. So, dann kommt es. Ihnen ist hier dann für 580 Euro ein, wie man hier sieht, quasi funktionsloses Handy inklusive Vertrag und SIM-Karte verkauft worden. Ja. So, das legen wir mal hier auf den Stapel. Dann war doch mal, aber irgendwann Schluss, haben wir dann gemerkt, das ist gut. Ja, und dann hat er gefragt, mein Mann, ob er Sky hat. Der Verkäufer schwatzt dem Ehepaar 2 Receiver samt Abo auf. Kostenpunkt 39,80 pro Monat. Fasse zusammen, ja. 580, ja. Hier ist noch ein zweites Handy, wie kam das zustande? Das hat mein Mann gemacht, wo ich schon draußen gewesen bin. Hat er noch gekauft? 17,90, ja. 17,90? Pro Monat. Nochmal, also Sie haben zwei Handys, Sie haben sich zwei Handys aufschwatzen lassen, die ganz offensichtlich kaputt sind in irgendeiner Art und Weise, und das Tablet. Und dann diese Box. Sagen Sie mal, haben Sie nicht irgendwann Nein sagen können oder war der Druck so groß? Die sind zu zweit mit auf uns eingeschwätzt und der dritte ist nochmal reingekommen und jeder hat geschwätzt. Darf ich mal auf Ihren Konto auszugucken, was da rauskam? Frau Weimann zahlt mit Kreditkarte. Ein Fehler, wie sich herausstellen wird. Denn erst zu Hause offenbart sich auf Kontoauszügen der ganze Betrug. Da sehe ich einmal 589, dann sehe ich 1980, dann sehe ich 4490. Ja. Das sind ja zusammen 5, 6 sind ja schon 7000 Euro. Ja, und von meinem Mann auch 2,5. Genau. Bitte schön, von Ihrem Mann auch nochmal 2.500. Wo sind die Ihnen denn abgezogen worden? Also, ich schätze die 3980, wo auf dem Lesegerät war, sind 3.980 abgezogen worden. Aus 3980 wurden 3.980? Ja. Und bei den 1980 sind 1.980 rausgekommen.
Statt der ersten Monatsrate zu 39,80 sind 3.980 Euro abgebucht. Ach du liebe Zeit. Und bei meinem Mann war es noch bei der 17,80 1.780 Euro. Das heißt, dieser Laden hat im Prinzip, während Sie... Fast 9.000 Euro insgesamt. Ja. Im Urlaub. Ein enormer Schaden. Die drei Beträge von 19,80, 39,80 und 17,90 verhundertfachen sich. Zusätzlich zahlt das Ehepaar 125 für ein Tablet, 580 für ein Handy, 480 für zwei Receiver und noch einmal 600 für ein zweites Handy. In Summe knapp 9.500 Euro. Ein kaputtes Gerät, noch ein kaputtes Gerät. Und ein Tablet, von dem man nicht so ganz weiß, ob und wie es funktioniert. Dieser ganze Haufen Elektroschrott, den haben die Ihnen mitgegeben. Und insgesamt sind Sie, ich will es noch mal sagen, Sie haben es ausgerechnet, wie viel Geld losgeworden? 9.429,72 €. Oh. Ja. Wann haben Sie das gemerkt, Frau Weinmann? Wir sind heimgekommen und haben meine Kontoauszüge geholt. Ich bin schon vom Glauben abgefallen. Und da bin ich gleich zu ihrer Nein und gesagt, also da kann was nicht stimmen. Haben Sie die Karte sperren lassen? Die habe ich gleich sperren lassen. Die habe ich gleich sofort sperren lassen. Haben Sie mit der Bank so Kontakt aufgenommen und Ihnen das erklärt? Hier ist mir das Zehnfache abgebucht worden. Das habe ich denen ja noch gesagt. Was sagen die? Dann habe ich gesagt, ja, das ist im Ausland, da kann man sehr wahrscheinlich nicht viel machen. Das ist eine tolle Antwort, die hört man gerne. Sie haben ihre PIN eingegeben. Frau Weinmann schwört, bei der Bezahlung stand auf dem Kartenlesegerät der vereinbarte Betrag. Mit der PIN-Eingabe autorisierte sie die Zahlung und das Geld war weg. Fassen wir mal zusammen. Es sollte eigentlich ein schöner Urlaub werden. Ja. Am Ende sind Sie 9.429 Euro los. Sie haben einen Haufen Schrott und die Banken sagen, naja, Sie haben mir einen PIN angegeben, haben damit nichts zu tun. Und im Ausland geht es sowieso nicht. Im Ausland geht es sowieso nicht, da wäre ich mir so sicher nicht, Frau Weinmann. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns eigentlich auf der Insel das nochmal ansehen. Auf Teneriffa, genau in dem Ort, wo es Ihnen passiert ist. Wer hat Sie da ganz offensichtlich betrogen und, wie ich ja finde, bestohlen? Ja, Ihr Geld ist weg. Und Sie kriegen da bis jetzt auch keinen Cent wieder, oder? Nee. Wie finden Sie das? Bis jetzt habe ich noch gar nichts. Scheiße. Mit dieser fiesen, kriminellen Masche haben die Betrüger von Teneriffa die Rentnerin aus Pforzheim um ihr Erspartes gebracht. Das ist, was bedeutet denn das, wenn so ein Geld weg ist, dass das nächste Mal Teneriffa schon in Sternen steht, oder? Ja, eigentlich schon. Ihn wieder nachgeholt, aber... Sie wollten wieder hin jetzt, ne? Und das ist das Geld für den nächsten Teneriffa-Urlaub, das da weg ist. Ja. Mensch, Sie tun mir leid. Das haben Sie nicht verdient. Eigentlich soll es ein schöner Urlaub werden. Und dann fehlen plötzlich... Ein schöner Urlaub bis auf den letzten Tag. Bitte? Schönen Urlaub bis auf den letzten Tag. Ich glaube, Sie werden auch noch einen schönen Urlaub haben. Ich setze mich dafür ein, okay? Wir wollen prüfen, ob die Masche noch so läuft. Das geht nur mit unbekannten Gesichtern. Deshalb fliege ich ohne meine Zuschauerin nach Teneriffa. So, guten Morgen. Jetzt müssen wir uns erstmal ansehen, wo das Ganze hier passiert ist. Wir befinden uns ja hier, um mal zur Orientierung zu geben, das hier ist Teneriffa im Süden. Da spielte diese Geschichte. Mithilfe der Unterlagen von Frau Weinmann identifizieren wir drei Technikshops, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in krimineller Sache zusammenarbeiten. Sie befinden sich in Costa Adeje, Playa de las Americas und Los Cristianos. Ich frage mich jetzt, warum braucht man für eine Abzocke oder für eine Straftat mehrere Läden, mehrere Geschäfte? Ja, eigentlich nur, wenn da das eine mit dem anderen zusammenhängt. Vielleicht also, so meine These, gibt es noch viel mehr Läden, die diesem Betrug zuliefern oder damit drinstecken. Ich interessiere mich dafür, wer arbeitet da? Sind da noch andere Opfer, die ein- und ausgehen vielleicht? Und kommen wir da irgendwie rein? Weil am liebsten wäre es mir natürlich, wenn uns das auch passieren würde. Weil dann kannst du nachweisen vor Ort und Stelle, dass das Kreditkartenbetrug ist und überhaupt Betrug. Eine Straftat, viel mehr als Abzocke. Wie gehen die Technikbetrüger vor? Um das herauszufinden, hole ich mir Unterstützung. Meine beiden Lockvögel, Thilo und Margareta. Die beiden Rentner waren in der Vergangenheit bereits mehrere Male für Achtung Abzocke im Einsatz. Ich habe einen ganz einfachen Auftrag für euch und eine Bitte. Tut so, als würdet ihr von nichts eine Ahnung haben.
Geht in genau diesen Laden rein. Ihr müsst eigentlich davor stehen bleiben. Ich würde sagen, das reicht schon. Die Hunde sind selber dann nicht wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Und dann wird ein Verkaufsgespräch losgehen, auf das ihr euch bitte erstmal einlasst. Ich glaube nicht, dass das der letzte Abend ist, wo ihr diese Herren seht, weil wenn ihr denen sagt, dass ihr bitte schön, Achtung, übermorgen die Insel verlasst, dann haben sie euch am Haken. Und wir sie. Also auf geht's. Ich möchte den genauen Tathergang im Fall des Ehepaars Weinmann nachvollziehen. Deswegen beginnen wir in Costa Adeje, in dem Shop, in dem die Weinmanns vor einigen Wochen das Tablet kauften. Auftakt für meine Lockvögel Thilo und Margareta. Es dauert nicht lange, bis ein Verkäufer die beiden anspricht. Direkt vor dem Laden. Englisch? No, no. German. Wie geht's? Alles gut? Wie lange hier? Ein Wochen, zwei Wochen? Nein, wir fahren am Sonnabend wieder zurück. Ah, hier habe ich eine Promotion, eine Samsung Tablet, kleine Computer. 25 Euro. Wie viel? 25. If you go from the Media Mar and Saturn, it costs 150 Euro. Aber das guckt man hier. Mach an mit der Bringen hier. 25 Euro? Diesen Startpreis kennen wir. Also ich halt da und hat er gesagt, 25 Euro. Natürlich, auch heute ist Schnäppchentag. Meine beiden Lockvögel bekommen einen Spezialpreis für ihr Tablet. Und das kann alles. Das ist alles mit Akku, mit Ladegerät, Kabel für Computer, Kabel für USB und 2-Jahr-Garantie. Wie viel Karte bezahlbar? Mit Karte? Ja, 49 Euro. Statt der versprochenen 25 kostet das Tablet plötzlich 49 Euro. Die Extrakosten entstehen wegen der Installation der verschiedenen Apps, sagt der Mann. No, weniger than nichts dinero. No have money. No, your account is a PIN number is good, but he say no, no money inside. Andere Card? No, no. Ich bezahle Cash. I told you, bezahl bar. Angeblich befindet sich laut Kartengerät kein Geld auf dem Konto der Lockvögel. Schnappt jetzt schon die Falle zu? Verhundertfacht sich auch hier der Preis, sind 4.900 Euro futsch. This is now his language in Spanish. Yes. He is coming, technical man, he's all set up for German. It's better for you. Jetzt ist der wahre Fachmann am Zug. Der Technikexperte des Hauses widmet sich den Kunden. Statt das Gerät auf Deutsch einzustellen, hat der Verkäufer aber etwas anderes in petto. Dieses, wenn Sie will, auch kostet ein Angebot. Normalerweise war es 199. Dieses Modell jetzt ist halb der Preis. Kostet 99. Wenn ich jetzt den für 99 nehme und ich habe schon 49 anbezahlt, dann müsste ich bloß den 49. 49. Müsste ich 50 Euro noch bezahlen. Das ist alles komplett. Dann würde ich den nehmen. Wie lange Sie bis noch hier? Bis Sonnabend. Bis Sonnabend. Bis Samstag. Samstag, ja. Die Termine für die Abholung immer kurz vor der Abreise. So bemerken die Kunden den Betrug erst, wenn sie wieder zu Hause sind.